Hallöchen, da sind wir mit einer neuen Folge Shakes and Fidget und heute geht es nicht nur auf W13, sondern auch auf S31 ein bisschen ab, weil wir haben Epic Event, das heißt, es wird geblättert. Aber bevor wir da mal anfangen, muss ich mir erstmal überlegen, ob wir den hier angreifen. El Punto hätte es ja verdient, geplündert zu werden, so oft wie der mich angegriffen hatte, aber wir müssen mal gucken, was sagt denn der Kalkulator? 5. Naja, mit 6 Leuten müsste man schon angreifen, um das zu schaffen. Würde ich, glaube ich, auch glauben. Aber mal gucken, was kostet denn einer? Er kostet 10.050 Steine und 31.000 Holz. Bei den Steinen, naja, wenn wir damit 6 Stück angreifen, sind wir da schon, geben wir mehr aus, wie wir einnehmen. Und mit 5 Stück weiß ich nicht, ob wir gewinnen. Und bei Holz sind wir da noch weit drüber, von daher müssen wir das wohl erstmal lassen, diesen Angriff. Tut mir echt leid, dass ich ihn nicht plündern kann. So, dann machen wir hier mal unseren letzten Arena-Kampf. Sollten wir gewinnen, der ist jetzt hier 27 Level unter mir. Und wenn er jetzt nicht nur crittet und ich nicht gecrittet hätte, hätten wir locker gewonnen. Und wie ihr seht, im Vergleich zu vorgestern, die XP nehmen immer weiter ab. Jetzt sind es schon wieder 1500 oder so in etwa weniger an XP, die wir hier mit jedem Kampf kriegen. Also dauert es jetzt immer länger, bis man eine Stufe aufsteigt. Das ist echt schade. So, und bevor wir jetzt irgendwas ausgeben, drehen wir erstmal im Glücksrad und gucken mal, wie viel Gold wir hier bekommen. Und vielleicht ja auch das ein oder andere Epic. Aber dafür müssten erstmal Items kommen, die zwar sonst immer recht nerven, aber da heute ja eine erhöhte Chance auf Epics ist, wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn das eine oder andere kommt. Da haben wir ein Gürtelchen, den wir gleich wieder verscheuern können. Zack, weg und einmal die Pets füttern. Den haben wir schon dreimal. Ach, füttern wir mal den hier oben. Da gibt es, glaube ich, eine höhere Verbesserung. So, dann drehen wir mal noch schnell. Wir haben noch einen Dreh, den kriegen wir noch hin. Und nochmal 10 Mille. Das ist schön. Da haben wir jetzt 30 Millionen bald bekommen beim Drehen. Die können wir auch wieder ordentlich verpulvern. Aber keine gute Quest. So, die ist richtig schlecht. Die ist nur schlecht. Die ist auch schlecht, aber besser schlecht, wie die schlecht ist, weil gibt für 2,5 Minuten mehr XP und kein Item, obwohl das Item eigentlich gut ist. Allerdings besteht hier natürlich jetzt die Chance, ein Epic zu bekommen, eine Sanduhr zu bekommen oder eine Frucht zu bekommen. Also von daher wäre das eigentlich besser, aber hier die XP macht's, die reißt es raus. So, damit wäre hier erstmal wieder alles am Laufen. Ansonsten hier alles noch voll mit 10 Millionen Items. Und huch, was haben wir denn da? Was versteckt sich denn hier? Man glaubt es kaum. Ohne zu blättern, ein paar Epic-Schuhe heute Morgen schon im Laden drin gehabt. Und die gucken wir uns mal genauer an. Erstmal haben die ein paar Sockel, dann haben die 151 mehr Rüstung. Und bieten uns auch nochmal satte 30 Punkte mehr auf alles. Von daher ist das ein Must-Have. Das Ding müssen wir kaufen. Kostet zwar 10 Mille und 15 Pilze werden aber gekauft. Und auch am besten gleich nach hier oben links gepackt. Die ziehen wir sobald an, sobald wir einen passenden Sockel haben. Gestern hatte ich ja noch hier so einen mittleren Sockel schon reingesockelt gehabt, obwohl der eigentlich noch recht schlecht ist hier mit 308, wenn wir mal gucken, hier 330, 27, 23, also hätten eigentlich mindestens so 20 Punkte mehr drauf sein müssen bis 30, aber den haben wir trotzdem erstmal genommen, weil es in Summe besser war wie das, was wir jetzt haben. Und wenn wir den anlegen, sind wir nochmal um einiges besser. Und eigentlich wollte ich ja hier im Waffenladen auch sowieso nicht so viel blättern. Wir blättern jetzt erstmal im Zauberladen und als erstes würde ich mal sagen, für 210.000 können wir uns eine Sanduhr kaufen. Die ist auch noch recht günstig und da kann ja hinter jedem Item ein Epic sein. Und dann blättern wir mal. Unser Ziel ist es, zu blättern, bis unser Ausdauertrank bis zum nächsten Epic-Event hält oder bis kurz davor. Das ist am 3., also wenn wir irgendwie bis zum, naja, 27., 28. in etwa haben, dass da unsere Tränke halten, wäre das okay. Und da haben wir auch schon den ersten. Und dann sind wir schon bis zum 22, also wenigstens 2 bis 3 Tränke möchte ich noch haben. Und da haben wir wieder eine Sanduhr, die kaufen wir auch gleich mal, obwohl die ja eigentlich nicht so viel bringen. Aber jetzt hier beim Epic Event ist die Chance halt hoch, dass da was Gutes hinter ist. Und da kann ja auch ein Trank hinter sein und dann würde es im Endeffekt einen Pilz sparen, den wir beim Blättern dann uns aufheben. Sag mal, ist hier überhaupt Epic Event? Ja, episches Wochenende steht da. Aber
Gesehen haben wir davon bis jetzt noch nichts. Wieder nichts. Und da haben wir noch eine Sanduhr. Haben wir jetzt schon fast 1 Million ausgegeben. Und wow, oh, wirklich wow. Ein epischer Dreierring mit Sockel. Und richtig, richtig geil. 34, also 634. Das macht ja fast 50 Punkte. Oder sogar, ja doch, fast 50 Punkte verbessern wir uns da. Richtig cool. Der wird mitgenommen. Und dann verkaufen wir hier mal ein paar Handschuhe. Und packen den mal auch nach hier oben zu den unbedingt Anlegen-Items. Und wir müssen noch weiter blättern. Einen Trank wollte ich ja noch mindestens mitnehmen. Noch eine Sanduhr. Und da haben wir einen Geschicktrank hinter. Da hat sich doch gelohnt, die Sanduhr zu kaufen. Hält sich noch bis Februar. Und ja, eine Einmal-Ausdauer müssen wir auf jeden Fall noch. Ja, der kostet Pilze, den lassen wir mal. Ich wette, bei den, wenn wir jetzt noch 15 Mal blättern, kriegen wir vielleicht noch was Sinnvolles in der Zwischenzeit. Hier noch einen schönen Trank. Ja, also habe ich ja schon oft gesagt, Tränke, Blättern lohnt sich eigentlich auch nur beim Epic-Event, weil man da halt wirklich jetzt auch die höhere Chance auf Epics hat. Da kann halt hinter jedem Trank sein und jedes Mal, wenn man blättert, also an Nicht-Epic-Events lohnt sich es eigentlich außer beim Serverstart null nach Tränken zu blättern. Und beim Serverstart eigentlich auch erst ab Stufe 10, wenn man dringend mal ein Sammelalbum braucht. Und da dann halt die Tränke mitnimmt. Oder wenn man halt wieder eine Schwelle überschritten hat, wo es bessere Tränke gibt. Oh, jetzt sind echt schon bald die 15 Pilze weg. So, hier haben wir ein Epic für 15 Pilze, was Schrott ist, hat keinen Sockel, ist ein 5er-Epic. Könnten wir maximal für die Toilette nutzen. Die Frage ist, mögen wir uns unser Inventar damit voll? Oh, für 15 Pilze und 10 Millionen. Ach naja, was kostet die Welt? Ich nehme zwei. So, verkaufen wir und hauen wir hier in die Reihe Schrottwichteln. So, was haben wir hier? Auch wieder 15 Pilze. So, kleiner Ausdauertrank. Also ich finde, ab einer bestimmten Stufe sollten sie die kleinen Dinger eigentlich gar nicht mehr hier drin haben. Die bringen eigentlich eh nichts. So, noch ein Geschicktrank. Schön. Noch einer. So, und da haben wir jetzt schon echt bald 100 Pilze verballert. Das kann doch gar nicht sein. Und noch eine Uhr, noch eine Uhr. Komischer Schnurrbart. Okay, wir haben zwei, drei Items für 15 Pilze gekauft. Das macht schon 45. Da ist dann schon viel weg. So, hier haben wir den Ausdauertrank. Da sind wir jetzt beim 28. Das heißt, wenn wir jetzt noch einen finden, wir bei 29, 30 beim ersten. Dann haben wir hier zur Not einen Tag kein Trank drin. Das überleben wir und wir haben ja jetzt noch 4 Wochen Zeit, um zufällig mal einen Trank zu finden. Das sind, naja, 25 Mal, wo man hier eigentlich kostenlos weiterblättert. Da ist die Chance drin, dass da ein Trank nochmal sich hinter versteckt. Und am Glücksrad könnten wir ja auch noch was finden. Zur Not kaufen wir dann halt einen mittleren oder komm halt mal einen Tag ohne aus oder ich muss halt vorher. Ach, wir blättern doch noch einmal. Was haben wir hier? Ach, nix. Und auch nix. Da haben wir den Trank. Ha. Oh, da sind wir jetzt bis zum ersten. Das heißt, da. Warte mal, wie viel Uhr läuft das Ding aus? 9 Uhr. Okay, da kann ich zur Not frühs meine ganzen Portale und so machen. Und dann am 2. Na, da bräuchte man eigentlich auch. Na, aber dass ein Trank kommt, das ist ja recht wahrscheinlich. Oder. Blättern wir noch? Aber wir haben ja schon so einen schönen Ring. Da haben wir ihn. Einmal noch geblättert. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf der hundertprozentig sicheren Seite bis zum nächsten Epic-Event. 4.12. Schön. Da können wir dann auch auf den Adventsmarkt. So, im Waffenladen. Blättern wir hier? Ja oder nein? Das ist die Frage. Gürtel, könnten wir noch was ordentlich Besseres finden? Schuhe haben wir bereits. Handschuhe brauchen wir nicht, da ist keine große Steigerung drin. Waffen wäre natürlich eine richtig schöne Steigerung möglich. Hier haben wir was bekommen, aber ich mache es nicht aus folgendem Grund. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir im Wirbelwind bis zum nächsten Epic-Event noch mindestens ein Epic bekommen und da noch ordentlich Etagen wegkloppen. Das heißt, da schaffen wir auch noch ein paar Levelchens mehr und da lohnt sich's denn viel mehr, sich zu stärken. Und außerdem haben wir jetzt genug Items bekommen, die uns verbessern. So, war das jetzt hier schon das 10. Bier? Nee, erst das 9. Da können wir ruhig gleich
jetzt rein 5 Alu-Quest nehmen. Und da ist die erste hier optimal. Ja, und dann gucken wir erstmal kurz die Flimmerkiste an, bevor wir hier weitermachen und schauen dann mal, ach, hier ist auch eine Flimmerkiste, ist ja schön, was es hier so Neues auf Welt 13 gibt. Und da machen wir erstmal eine schöne Quest, dann läuft das erstmal nicht nebenbei. Ja, 18 Sekunden können wir mal mitnehmen. Und gucken wir mal, in der Ehrenhalle, da haben ja gestern schon ganz viele Leute gepostet, ja, hier, ich bin schon Stufe 10 und alles. Und wie wir sehen, hier sind schon die ersten 24er. Also denke ich mal, heute schaffen die es auf jeden Fall noch auf 25. Da hatte ich ja gestern erzählt, wie hier die meisten Taktiken sind. Und man muss ja auch keine Angst haben, warum hier keine Gilde steht. Die Gilden rotieren halt jetzt ganz oft durch. Das heißt, da sind Leute drin in der Gilde, spenden ihr Gold, gehen raus, dass andere ihre Alu spielen können. Die machen hier jetzt Stadtwache rein. Und kurz bevor die Stadtwache ausläuft, gehen sie wieder zurück in die Gilde und kriegen dann halt die ganzen Boni mit und spielen dann da ihre Alu in Ruhe durch. Oder haben halt heute für heute schon alles durch und das war's dann. Also da gibt es hier die verschiedensten Möglichkeiten. Hier bei Gilden, da sieht man, das werden keine Gilden sein, die irgendwas reißen werden. Sehr wahrscheinlich, die sind jetzt halt weit oben, weil sie ihr Gold dafür ausgeben, um vielleicht die Mitarbeiter, wollte ich schon sagen, die Mitspieler zu motivieren. Aber langfristig haben die das Nachsehen, weil die natürlich jetzt hier ein paar hundert Gold ausgegeben haben für einen Gildenkampf. Den hätte man auch in den Gildenausbau stecken können, vielleicht einen Member mehr aufnehmen, vielleicht einmal Goldschatz mehr. Das hätte einfach mehr gebracht jetzt am Anfang. Das Wichtigste ist am Anfang XP auf Maximum bringen, dann Gold nachziehen und dann die Anzahl der Member, dass man seine 50 treuen Seelen da drin hat und dann ist alles schick. So, wie man hier sieht, gibt es auch wieder ein paar Leute, die hier ihr Einzelding durchziehen und einfach mal alleine spielen ist auch eine schöne Sache, aber das hält man auch auf Dauer nicht durch, zumindest nicht, wenn man weit oben spielen will. Weil langfristig ist da auf jeden Fall ein Platz in den Top 100 drin, wenn man alleine spielt, aber viel mehr bringt es auch nicht, weil irgendwann ist man einfach bei den Raids am Limit, was man alleine erreichen kann. So, Pets hat demnach noch keiner und Festung ist auch noch nicht möglich, da ja noch keiner Stufe 25 war. Können wir noch mal gucken. Ach, jetzt hätte ich auch einfach auf Platz 1 drücken können, aber jetzt sind wir auch schon so. Wie ihr seht, sind die hier noch ganz normal. Ja, Sanduhren habe ich immer noch eine. Und Quest ist auch durch. Ja, ansonsten scheint es hier so ein richtiger Lukas-Surfer zu sein. Und wir sind mir gestern haben zwei Leute hier mir aufgefallen, die sich so genannt haben, unterschiedliche Schreibweise und dann auch noch die Videos geguckt haben, zufällig. Also schöne Grüße auf dem Weg. Mittlerweile gibt es schon 25 Hänsels, die hier rumzocken. Und auch vielen Dank für die Post hier, habe ich gelesen. Und ja, Dankeschön. Dann gucken wir mal weiter, was es hier so gibt. Erstmal 5 schöne Lucky Coins, da können wir wieder aufholen. Sollten wir heute wieder auf die 6000 noch kommen. So, Kämpfe hatte ich, glaube ich, jetzt geschafft. Genau, da haben wir alles durch. Da können wir jetzt höchstens noch den hier angreifen und ein bisschen Gold zocken. Ja, reicht es erstmal? Können wir unser Gold heute verballern? Ich würde sagen, ja. Den Gürtel brauchen wir nicht, aber wir haben hier zwei schicke Items erblättert. Das eine sogar fast ohne Pilze, nur den Kaufpreis mussten wir noch bezahlen. Und der eine Ring. Wenn wir die beiden anlegen, haben wir, naja, 80 Punkte mehr. Und wenn wir die natürlich dann auch wieder ordentlich sockeln, bringt das richtig was mit dem Boni und so, verbessern wir uns schon richtig schön. Trotzdem skill ich erstmal noch auf Ausdauer, weil wir zurzeit Ausdauer viel zu wenig geskillt haben. Und hoffe natürlich, dass nachher hier um 21:15 Uhr ein schicker Edelstein kommt. Am besten wieder ein schwarzer Ausdauer- oder Geschickstein, ein großer. Natürlich auch mit guten Werten, dass wir die gebrauchen können. Ja, mal gucken, habe ich heute überhaupt schon Epic ins Klo geschmissen? Ja, da sind wir jetzt hier schon bei 150 Aura. Wir schauen mal, wir werfen den rein. 250, 350, 450. Dann können wir hier noch den 550 reinwerfen. Und danach haben wir ja noch die Ringe von den anderen Begleitern. Sind wir auf 600. Und das ist eine schöne Summe. Und wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch ein paar andere Epics. Dann können wir wirklich mal einen kompletten Zyklus nur mit Epics durchziehen. Mal gucken, ob das möglich ist.
ohne wirklich jetzt noch mehr zu blättern und mehr auszugeben. Ich sag mal, so ein paar beschissene Quests, was will man da machen? So, die Flimmerkiste wurde ich jetzt eigentlich. Na, wir können ja nochmal auf Welt. Ja, geh weg. Welt 13 gucken, was es hier sonst noch so gibt. Wo habe ich denn noch nicht nachgeschaut? Genau, ich kann mir nochmal die Ehrenhalle ein bisschen genauer anschauen. Genau, PvP wollte ich doch noch machen. Mal gucken, was bieten die mir denn jetzt hier an? Ich bin immer noch Stufe 2 und kriege hier Stufe 4 Leute vorgeschlagen. Ey, das ist doch echt die Hölle. Die besiege ich doch so gut wie nie, würde ich sagen. Aber ich kann noch einmal skillen. Oder vielleicht was kaufen. Bringt uns ein Glückstrank was? Nicht wirklich. Gestern gab es hier 2 Stärke für 50 Silber. Da haben wir natürlich zu wenig. Hier im Waffenladen noch was. Zu teuer, 26 Silber, die hätten wir. Ach, Schild haben wir auch. Ein Schild mit plus 3% Blocken und Geschick. Aber zu teuer. Wir nehmen mal den Gürtel. Und schauen dann mal hier rein. Der hier vorne könnte schaffbar sein. Ja, probieren wir mal einfach und gucken mal, was wir da reißen. Aber es sieht schlecht aus. Der zieht mir viel mehr ab und da er auch eine viel höhere Chance hat mit Ausweichen und so, wird das absolut mal gar nichts. Ja, da haben wir jetzt schon Stufe 3 Gegner. Die sind natürlich schon eher packbar. Magier mit 128 Leben, das sollte schaffbar sein. Vielleicht können wir uns ja auch noch ein bisschen stärken hier. Da gibt es noch ordentlich XP. So, hier ist das Ding durch. Und wir haben geskillt, wir haben das gemacht. Das heißt, wir können jetzt mal ins Gildenportal. Hängt immer noch bei 9%, aber heute waren hier noch nicht alle drin. Und hier schon ein kleiner Spoiler. Hier seht ihr schon, was ich heute so gerissen habe. Da kommen wir auch noch zu. So, dann greifen wir erstmal an und hoffen auf 3 Schläge, wenn der nächste nicht kritisch ist. Ja, sehr schön. 11 Millionen, das war gut. 1% abgezogen, 19 Mille abgezogen, mit dem Einschlag nur 11. Was will man mehr? So, hier, jetzt können wir auch nochmal. Da brauchen wir jetzt ordentlich eine Ausweichsession am Ende. Die ersten paar Schläge sind wiederum egal, aber 8 Millionen ist schon recht gut. Aber wieso haut der mir jetzt hier auch schon 10, 12 Millionen Schläge rein? 3 Crits hintereinander, das geht ja mal gar nicht. Und noch ein Crit. Wenn er uns noch einmal crittet, sind wir hin. Wenn er uns noch einmal trifft, sind wir tot. Und nein, das war ja mal fuck gar nichts. Der hat sich da hochgeheilt jetzt. Bin ich mir fast sicher. 1%, ey. Shit. Naja, dafür ging ja die letzten Tage immer gut runter. Wenn ich hier einfach dreimal gekrittet werde und nur einmal ausweiche in den letzten paar Schlägen, ist es einfach mal schlecht. Kann man jetzt allerdings nicht mehr ändern. Da hätten auch die Items auch nicht mehr viel gerissen. Obwohl der Ring natürlich richtig geil aussieht, aber bringt halt nichts. Zu den neuen Epics, wann die ins Sammelalbum reinkommen. Ach stimmt, bei den neuen, ich habe jetzt auch gar keins von den neuen Epics, bin ich auch ein bisschen traurig. Die neuen kommen halt, wenn sie soweit sind. Das werden wir dann erfahren. So, heute gibt es ein Patch. Ach übrigens, gestern gab es einen. Die sind jetzt im Sammelalbum. Ihr habt jetzt hier weniger Prozente. Was ich hier mal noch gucken wollte, ob mein Gildenkollege hier immer noch ein Buggy-Sammelalbum hat. Genau. Wir vergleichen mal hier. Er hat die 98, 61. Ich habe 65, 56. Das heißt, er hat irgendwo was mehr. Und er meint, er hat weniger Gegner getötet wie ich und alles andere genau gleich. Das heißt, da ist irgendwo ein Bug drin und wir können ja mal gucken, was er hier so geschafft hat. Turmetagen, Dungeon ist er genau gleich. Also da hat er auch dieselben Sachen gepackt und hängt auch in einer Lichtwelt in Osteros an derselben Etage. Dann gucken wir mal hier. Portalbonus hat er 43, ich 44. Das heißt, da habe ich sogar eine Marke mehr. Aber er hat trotzdem mehr hier. Gilde sollten wir natürlich genau gleich sein und woanders gibt es keine Bildchen. Von daher echt komisch, aber kann man nicht ändern. Passiert halt. So. Dann gucken wir mal. Da unten ist noch rote Quest. Mal gucken, ob die gut ist. Hoffen wir es mal. Oh, der Hammer, da kriege ich einen Steifen. Mann, 9,5 Millionen und das nicht am XP-Event. Richtig cool. Da kann man natürlich nicht Nein sagen. Dann gab es noch eine Frage zum Waffenschaden, weil
hier jemand aufgefallen ist, dass der Knuffi. Nee, war das der? Oder muss ich nochmal gucken, weil der ist ja Krieger. Wo kam hier Post? Genau, hier. Ach, Kindas hat mehr. Genau, der hat mehr Waffenschaden wie ich, obwohl er ein paar Stufen niedriger ist. Da müssen wir mal kurz in die Ehrenhalle gucken. Hier steckt der Schlingel ja. Und wenn wir mal vergleichen, hat fast 100 Waffenschaden mehr. Ist natürlich nicht repräsentativ. Ich habe ja jetzt schon Waffen gefunden mit 30 bis 40 mehr, also könnte auch schon mehr drin haben. Trotzdem ist seine Waffe besser. Oh. Oh, er hat schon ein neues Epic. Geil. Fettes GZ, ey, die Schuhe sehen ja mal richtig nice aus. Mann, der Hammer. Aber wie ihr hier seht, die sind auch viel besser, sogar viel besser wie die Schuhe, die ich gerade bekommen habe. Und eigentlich hat er hier alle Items plus 0 auf alles. Das ist auf jeden Fall ein Anzeigefehler. Nee, warte mal, der hat 300. 31 auf alles, aber das ist eigentlich auch viel zu wenig, oder? Ne, das ist auf jeden Fall irgendein Anzeigefehler, würde ich mal vermuten. Irgendwas stimmt da nicht. Hier auch besser, 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 viel besser und sehr viel besser. Das liegt daran, dass er einfach immer Epics ins Klo schmeißt und eine viel höhere Aura hat wie ich. Am Anfang habe ich ja nur normale Items reingeschmissen, wenn halt keine Epics zur Hand waren und jetzt ja immer Edelsteine. Das holt schon ein bisschen auf, aber er hat halt schon eine viel höhere Aura. Von daher ist er einfach besser. Aber die Schuhe sehen mal einfach nur geil aus. Ich werde mal versuchen, den hier anzugreifen. Ich will mal einfach sehen, ob die jetzt im Sammelalbum trotzdem schon zählen, wenn man da gewinnt. Okay, wir haben gewonnen. Und Charakter, ging hier was hoch? Nö, schade. Aber zumindest richtig nice. Da werde ich mal jetzt gleich mal gucken, ob es hier vielleicht noch andere Leute gibt, die schon was von den neuen Epics anhaben. Die Items sehen hier noch alle recht alt aus. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt auf die Schnelle hier nichts überblätter. Aber Osterohr noch? Die sind doch schon von Ostern. Die musste jetzt ja schon ein halbes Jahr haben, mit höchster Zeit und Handschuhe auch. Naja, es gibt halt Leute, die blättern nicht so oft. Die nehmen halt das, was sie kriegen und sind trotzdem ganz vorne mit dabei. Aber hier sieht man auch wirklich, alles noch ohne Sockel hat sich wirklich komplett neu eingedreht. Bestimmt auch wegen dem Wirbelwind, dass man da dann vielleicht nochmal ein, zwei Etagen mehr schafft. Von daher, es macht schon Sinn, jetzt auch zu blättern, besonders wenn man pilzintensiver Spieler ist. Aber es scheint echt der Einzige zu sein, der zurzeit eins von den neuen Epics hat. Okay. Weihnachtsmannkanone hier und ja, ich glaube, weiter muss ich jetzt hier nicht gehen. Das reicht erstmal, ja. War keiner dabei. Schade, schade, schade. Oh, Captain Jack spielt wieder. Oder ist es noch seine Gilde, wo er aufhört? Ah, sechs Member drin. Mal gucken. Ja, sind sogar alle da. Naja, ist auch egal. Nee, doch, jetzt warten wir noch hier 30 Sekunden. Mal gucken, gibt es noch eine Flimmerkiste? Schade. Mittlerweile haben wir 74 Sanduhren, was auch schon mal eine schöne Anzahl ist. Und da können wir natürlich einiges mitmachen. Aber bevor wir jetzt den neuen Kampf machen, müssen wir uns erstmal den alten angucken. Da hatten wir hier den quietschenden Tod. Haben wir das erste Mal gnadenlos verloren. Dann haben wir hier nochmal versucht und gewonnen. Und da hat er so gut wie gar nichts angerichtet. Dann großer Piesacker, haben wir wieder verloren. Da hat er noch die Hälfte seines Lebens gehabt. Und hier dann gewonnen, aber auch verdammt knapp. Grüner Zentaur, da haben wir auch verloren. Hat er noch wieder Hälfte des Lebens. Also das ist echt manchmal jetzt echt kritisch. Aber hier super knapp gewonnen. Da war ich sehr froh. Dann haben wir hier den Brüllraptor. Ein super harter Endboss. Wie ihr seht, ich habe hier nicht einmal verloren. Nicht zweimal verloren, obwohl das Ding schon super knapp war. Einmal mehr ausweichen oder eher nicht blocken. Aber hier auch wieder sehr gut, obwohl ich nur 500.000 Leben im Minus war. Da hätte man ein bisschen Ausdauer was retten können. Und da hatten wir ihn dann endlich besiegt. Dann haben wir hier die Mordmaschine, die hat uns auch wieder gnadenlos weggehauen. Und dafür haben wir uns dann hier gerecht. Dann gab es das Flederbiest, das war First Try. Die Schatten. Kobra haben wir uns dann auch mal angeguckt. Ganz knapp verloren.
Und nächste Runde haben wir hier gewonnen. Ich mache das jetzt so schnell, weil ich gerade den neuen Kampf noch machen möchte. Aber natürlich das hier erst zeigen. Hier wieder First Try. Und jetzt kommen wir zum neuen Kampf. Ein neuer Gegner, ein Strohmännchen. Geschickt, Gegner mit richtig fett viel Geschick und hat mehr Leben wie wir. Vom Schaden her sieht es mittlerweile allerdings gut aus. Wir machen 5 Millionen nicht kritisch, er nur 3,5 in etwa. 10 Millionen Crit zu 5 Millionen Crit, 7 Millionen normal. Okay, er macht 10 Millionen kritisch. Ich fast 10 Millionen normal. Sollte ich eigentlich gewinnen, noch einmal getroffen und das war's, wollte ich sagen. Aber da war es schon längst vorbei. Hier haben wir schön gewonnen. Mickrige XP und mickriges Gold. Allerdings ein Gegner weiter hat, das ist die Hauptsache. Und wir sind jetzt schon bei 453. Mal gucken, wie wir weiterkommen. Ob wir es bis morgen bis 460 schaffen. Jetzt werden die Gegner ja langsam echt ein bisschen, naja, härter. Von daher mal gucken. Ist gar nicht mal alles so sicher, aber wir schauen es uns mal einfach an. Und ja, in diesem Sinne war ein sehr erträgliches Epic-Event. Wir haben gut vorgelegt. Können natürlich leider die Items nicht anlegen, weil wir einfach keinen Platz im Inventar hatten und vorher keine Edelsteine gesammelt haben. Total der doofe Fehler. Allerdings, ich verkaufe keine 10 Millionen Gegenstände, wenn ich dafür 20 Millionen kriegen kann. Längst gab es heute Handschuhe bei der Hexe hier im Zauberladen, was totaler Crap ist, weil da hatte ich nicht einen. Ich warte immer noch darauf auf Halsketten. Die sollten endlich mal kommen. Ansonsten wären auch Gürtel, Schuhe, Dinger hier, Waffen oder Ringe noch okay. Und so sollten wir jetzt langsam wieder ein bisschen mehr Platz kriegen, indem wir jeden Tag was reinwerfen. Aber eine Woche können wir auf jeden Fall noch hier mit leben. Und ich will endlich mal wieder ein bisschen mehr Platz haben. Ich mag es, Platz zu haben und nicht immer diese Enge hier. So, ich gucke mir die Flimmerkiste ganz alleine an und verrate euch nicht, was da drin war. Bis morgen. Tschüss.